Gott. So, der nächste. Wo bist denn du da? Haben wir da? Aber ich glaube, jetzt ist es voll dumm, was ich jetzt gerade mache, ne? Oh. Ja, komm. Also jetzt ja gar nichts geändert. Okay, ich dachte ja mit dem Zug fahren, aber warum? Warum gab es denn da neue Gegner? Das wird auch einen Grund gehabt haben. Okay, wie komme ich denn wieder zur Bahn? Ah ne, das war ja dann hier unten lang, ne? Hier wieder zurück. Ne. Ah ne, dann doch hier oben. Hier geht's nicht weiter, ne? Das vergessen. Nächste Station, Fertigungskomplex B, Personalankunft. Sehr schön. Ich hatte gerade ein leibhaftiges Meeting mit Jonah Goodmark, Gründer von. Das war eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine, ihr wisst ja, das war. Daneben! Aber enttäuschend daneben, ne? Ja. Oh, ich hasse diese Spinnen, ne? Hm, ich hab mich. Ah, da. Ich weiß halt nicht, wie man das ausweicht. Oder. Muss man. Ja, oder man muss tatsächlich. Oder muss man warten, bis sie gesprungen ist. Und dann versuchen zu. Ja, ich glaube, das ist die Lösung. Unserer Probleme. Ich glaube, das ist tatsächlich die einzige. Genau, Ding, der. Ja! Ah, so geht es. Ich glaube, wir haben gerade einen. Genau, dann haben wir nur ein bisschen Zeit. Genau, dann geht das. Ah, warte. Ja. Nicht so geil, okay, gib ich zu. Wow! So geht's nicht! Ach Mensch. Also irgendwie verstehe ich das nicht, wie man die Dinge halt komplett wirklich mal. Ich stehe die halt nur vom Prinzip her, aber gut, zwei Schläge wieder. Na gut. Aber gut, das ist mal deutlich besser. Jetzt mal. Oder muss man sich irgendwie gegen die Wand stellen? Stimmt ja wogegen. Ja, ich glaube, die muss ich irgendwie. Oder muss ich. Ich verstehe das manchmal noch nicht. Ach, what the fuck? Die ist da. Ja, die ist halt da durchgesprungen. Ach, Mensch, ich will nicht wissen. Mensch, immer dieses Durchspringen, wenn da immer rum. Danke. So, gut, haben wir das auch geschafft. Sehr gut. Die Reichtum mächtigen der Welt zusammenzubringen und das Kyoto-Abkommen zu unterzeichnen. Nicht länger konnte der Umweltwandel ignoriert werden. Viele hielten es bereits für zu spät. Doch Jonah hatte eine Idee.
Und durch die riesigen Ressourcen seines Unternehmens schuf er den Prototyp, der schließlich bekannt wurde als Project Result. Und darum bin ich. Ich hab mich einmal getroffen mit Barschen. Hallo! Oh man! Ja! Wow! Ja, wow! Der verprügelt mich jetzt. Oh ja, geil, ey. Cool. Jetzt treff ihn doch mal! Ey! Oh. Vor 3 Jahren, ja. Als Maul! Ernsthaft? Ey, ist das scheiße. Ihr wisst ja, dass Creo kein x-beliebiges Unternehmen. Ja, halt doch mal dein Maul, du mit deinem blöden Creo-Müll. Interessiert kein Schwein. Creo. Okay, sie haben einen davon den weggenommen. Ja, gut. Ah, jetzt habe ich nur 2 Minuten Zeit, ihn umzubringen. Ach nee. Ich habe für dieses Zeitspielchen. Yeah, habt ihr ja gut hinbekommen. Ja, auf Zeit. Ich wollte schon mal einen heftigen Gegner auf Zeit killen. Weil der Gegner nicht hart genug ist, freue ich mich, das sehr noch auf Zeit machen zu dürfen. Freue ich mich, Alter. Ich muss jetzt scheiß auf Zeit machen, ne? Er hat sich diesen Müll mit der Zeit ausgedacht. Ernsthaft, das passt nicht mal zum Spiel. Meiner Meinung nach. Passt das nicht. Ich finde, das passt nicht. Weil. Ja, okay, oder. Nee. Ich kann mir da ja doch nicht holen, ne? Nee, kann ich nicht, weil. Mein. Ja, wow. Ey, ich bin um 8, komm. Weiß nicht, wie ich das bei Zeit holen kann. Jonah nutzt seinen erheblichen Einfluss, um die Reichen und Mächtigen der Welt zu werden. Ja, kommt er auch noch mit, oder was? Ach, komm. Hau ab. Ey, ich will nicht immer auf Zeit immer alles verlieren. Das ist doch dumm. Muss halt irgendwo verlieren, wo er nicht hinkommt. Ja. Oh ja, ist gut. Ich hasse diese Dinger. Hätte ich nicht einmal alle davon. Was denn? Alter! Ja, wow! Verliere ich ja wieder alles. Oh. Menschenskinder von hinten wieder. Ist doch wahr, ist das nervig. Alter, ist das Spiel mal sowas von nervig. Immer von hinten, hier. Ich hasse diese Gegner. Wo sind die Dinger jetzt? Wo ist das geworden? Das ist in der Nähe. Danke. Darf es behalten. Dann komm her. Klar, dass er mich damit umgebracht hat. Das war ja auch nicht so schwer. Wenn man von hinten eingegriffen werde. Das war klar, dass ich nicht ausweichen konnte. Was? Alter. Hat denn der eigentlich immer viel Drehung? Du kannst nicht nochmal zuhauen. Also du musst. Man muss es so machen, ne? Hallo, hallo! Danke! Hätte ich es auch mal noch ausführen durfte, sehr freundlich von dir. Schema. Was? Ja, jetzt kommt das wie schon wieder. Hau doch mal ab, du blödes Kackding, ey. Ohne Witz. Ich hab keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Alter, hau doch mal ab. Oh. Oh, gut. Danke. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich hatte gerade ein leibhaftiges Das war eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine, ihr wisst ja, dass Creo kein x-beliebiges Unternehmen ist. Nö, Creo ist ein Scheiße. Ungemerkt, ja. Ich muss es euch nicht sagen. Wir sehen doch wirklich alle, was hier passiert. So, Alter, ist das.
ist doch nicht euer Ernst jetzt. Menschenskinder, hau doch mal ab. Ich will jetzt nicht kämpfen. Was gucken. Hallo. Ich glaube, mir ist da weitergeht, das glaube ich nicht. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie es da draußen sein muss. Ich sehe die Daten, die Signale und Hilferufe, bis sie schließlich verlöschen. Jeder Einzelne. Es sind Menschen, Warren, sie alle. Es sind Menschen und sie sterben und da ist nichts, was ich tun kann. Ich habe Angst. Es ist völlig außer Kontrolle und jede Minute, die wir verspielen, wird es schlimmer. Wir müssen etwas tun. Wir müssen den Managementbereich entriegeln. Der Vorstand kann helfen, das weiß ich. Du bist wirklich scharf drauf, dass ich darauf gehe, oder? Haben wir denn eine Wahl? Ich meine, wir haben keine Lösung, oder? Wir überleben einfach nur. Aber wir müssen einen Weg finden, das hier zu beenden. Hilfe zu holen. Nur darauf kommt es an. Die Vorstandsebene ist unsere beste Chance. Sie ist abgeriegelt, seit alles angefangen hat. Wir müssen die Leute da rausholen. Die Leute, die die Sache in Ordnung bringen können. Okay, bin unterwegs. Pass da draußen auf dich auf. Es wird nicht einfacher werden. Okay. Den Managementbereich müssen wir entgehen. Sei vorsichtig da draußen. Ja, das war verändert, ne? Weitergehen, Arbeiter. Dieser Bereich ist nicht sicher. Ich empfehle... Oh, du bist... Wie geht's meinem weißen Ritter? Hätte da lang gehen müssen. Scheiße. Tut mir leid, dass ich dich nicht erkannt habe. Es ist nichts Persönliches, nur... Ich bin hier gerade an was dran. Die brauchen mich. Es gab einen Sicherheitsverstoß in der Forschungsabteilung. Große Sache. Wir müssen das Gebiet räumen, also... Du solltest nicht hier rumhängen. Also... Wer ist zum Werksschutz? Ich hätte gedacht, die Uniform spricht für sich, wo wir gerade beim Thema sind. Ich muss mich um meinen Kram kümmern. Der Chief reißt mir den Kopf ab, wenn ich nur mit halbem Equipment aufkotze. Glaub, was du willst, aber ich denke nicht, dass du zu denen gehörst. Was? Ich... Kennen wir uns? Ich meine, nein. Ja, wir kennen uns, nur... Ich weiß deine Sorge zu schätzen, aber... Ich bin bereit. Jedenfalls, sobald ich den Rest meiner Ausrüstung habe. Verdammter Hell. Wo habe ich dich versteckt? Jetzt habe ich echt Bein und Körperschutz verlegt. Kann dich nicht ohne anständige Ausrüstung da rauslassen, oder? Ich weiß, du meinst es gut, aber ich brauche ein komplettes Gorgon-Set. Werkschutzstandard. Du bist Ingenieurin, Irina. Erinnerst du dich? Du hast mir das selbst erzählt. Eine Ingenieurin? Ich kann nicht meine Schraube festziehen. Bitte, ich... Mein Schädel. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Okay, wenn du vom Werksschutz bist, dann weißt du, was hier los ist, richtig? Diese Information unterliegt der Geheimhaltung. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht. Die Ermittlungen dauern an. Hey, alles in Ordnung? Nein, ist schon okay. Es ist nur, es passiert so viel. Irgendwie ist alles außer Kontrolle. Der Lärm, die Schmerzen. Manchmal fühlt es sich fast an, als könnte ich meine eigenen Gedanken nicht mehr hören. Ich muss los. Versuch dir keinen Ärger einzuhalten. Dito.
So, wir haben es geschafft. Überall diese verpissten Mistroboter. Sorry, ich war eben ganz ein, zwei Sekunden gemütet. Ey, ich bin. Hier ist die Vorstandsebene. Es ist. Ich habe perfekten Fahrstuhl davon. Nicht der fassende Bereich. Erwähnt ein neuer. Na gut. Wo ich dann immer bei mir am Boss gegangen, ne? So. Wie sie jetzt einen haben will, aber. Und sowieso. Autorisierung nicht erkannt. Bitte schnellstmöglich beim Werksschutzleiter einen neuen Ausweis beantragen. Ich wusste es. Ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Die Vorstandsebene muss gleich um die Ecke sein. Bitte sei vorsichtig. Du bist jetzt so nah dran. Das Wichtigste ist, dass du dich frei bewegen kannst, sonst kommst du nicht weit. Du wirst irgendeine Art von Autorisierung brauchen. Vielleicht einen Berechtigungscode oder einen geborgten Ausweis. Unser Primärziel ist der Vorstand. Wir müssen ihn finden. Und bitte, geh keine unnötigen Risiken ein. Ich will dich nicht verlieren. Nicht jetzt. Ich denke, ich habe mich an dich gewöhnt. Oh. Wo kann ich den Vorstand finden? Was glaubst du? Im Konferenzraum. Musstest du wirklich danach fragen? Was weißt du über diesen Sektor? Irgendwas, das ich auch wissen sollte? Ich fand ihn immer aufregend. Das Herz von Quio. Die Entscheidungen, die hier gemacht werden, verändern die Welt. Und wir können hier hin. Habe ich gemerkt. Warren. Das weiß ich. Wo steckst du? Du hast gesagt, du sitzt auf der Vorstandsebene fest. Ich bin hier. Wenn du die Sperre aufhebst, sollten sich alle Türen öffnen. Wir treffen uns im Konferenzraum, sobald du die Firewall abgeschaltet hast. Wir beenden diesen Albtraum, Warren. Ein für alle Mal. Denke, ich sollte dann los. Bitte gib auf dich acht. Wir sind so nah dran.